Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wir versuchen uns heute erneut am Beschaffen der Zündkerzen. Diesmal allerdings, wenn es uns möglich ist, ohne dabei aufzufallen, beziehungsweise ausgeschlachteter Motor gesichtet. Dasselbe müsste da hinten ja auch irgendwo noch der Fall sein. Komme ich jetzt aber irgendwie gerade nicht dran. Ich denke mal, wir werden diesen kleinen Bauernhof aber vorher noch einen Besuch abstatten, weil ich möchte wissen, ob da vielleicht irgendwo ein Feldhandbuch ist. Oh, guck mal hier. Nee, mein Freund, das kannst du knicken. Uppala. So, den haben wir schon mal. Der stört uns hier nicht mehr. Da müssten wir jetzt seine Zündkerze klauen. Der Hauptmann hat so viel abgesehen. Keine Ahnung, was ich getan habe. Hey, du halt nicht irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Kriege ich doch niemals im Leben so abgelenkt. Halbzeit. Ich könnte schwören, ich. So, den haben wir uns noch mitgenommen. Den haben wir uns noch geholt. Ah, Schweißerbrille. Okay. Halbzeit. Ja, zwei Teile haben wir noch. Oh, das wäre natürlich hart. Da hinten ist noch eine. Windmühle, die wir noch nutzen könnten. Aber das wird alles nicht leicht hier. Da muss irgendwo oben müssen wir hin. Alles klar, viel gut. Was für ein Anwalt ist ein Idiot? Da hinten läuft wieder einer rum. Ich dachte gerade, der hätte ein Handy am Ohr. Aber das wäre ein bisschen komisch. So, bisher sind wir noch unentdeckt, aber ich fürchte, das wird sich nicht so einfach wiederholen lassen. Zwei Zündkerzen brauchen wir noch.
Alter, damit hatte ich natürlich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ein Scharfschütze lungert hier rum. Da ist das nächste Motorteil. Da ist aber auch noch ein Feldgeschütz. Da lungern auch noch welche rum. Oh, yes. Hals voll von Gegnern. Da müssen wir richtig vorsichtig sein. Und ja, ist ja gut. Wir gehen mal wieder runter. Gut, dass wir hier diesen Scharfschützen ausgeschaltet haben. Der hätte uns auch böse reingrätschen können. In unseren Plan. Ah, den habe ich zum Glück dann noch so gerade bemerkt. Ah, ich will allerdings... Ich möchte allerdings gerne mal hier rein, dieses Bio. Da hinten ist ja diese MG-Stellung, das wissen wir schon. Huch, hier ist es ja finster. Ich sehe wirklich nichts hier. Ich hoffe nicht. Lefebvre. Kann man überall reingehen, wie geil ist das eigentlich? Gut, ich meine, wir haben das Jahr 2016, aber trotzdem nicht selbstverständlich, dass man hier so frei umherlaufen kann, auch in den Gebäuden. Wir. Boah, da hinten ist wieder so ein Alarmsirending. Krabbeln und kleiben jetzt mal hier. Ich sag dir was. Nur weil ich das Beste für da oben ist auch ein MG. Was ist daran falsch, hä? Das ist mir egal. Verstanden? Das ist mir egal. Mondragon Scharfschütze. Nee. Dynamit, das wäre natürlich eine geile Variante. Ja, wir wollen ja stealthy bleiben. Ja, ist schon echt bedrückend hier, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das jetzt. Wir holen uns jetzt ein Motorteil nach dem anderen. Ich hab das hier alles so satt. Würden uns diese Bastarde nicht zur Arbeit wegnehmen, hätte ich zur Armee gehen müssen. Rede mit einem, den ein Geschwätz interessiert. Ich kann's nämlich nicht mehr hören. Alter, ist der fies drauf. Alles gut? Was stinkt hier so? Ich bin sicher, er hat schon Pläne, wie er uns töten wird. Ich hab das alles hier so satt. Wird uns diese Bastarde nicht die Arbeit wegnehmen, wenn ich nicht zu eurem Weg gehen würde. Halt endlich dein Maul! Bist du noch müde? Da müssen wir ran. Die Frage ist nur wie.
Die Frage ist nur, ja, war ja klar. Nur noch einer. Natürlich. Na toll, ich hab noch nicht nachgeladen. Oh oh, ich hab ein Problem. Ein klitzekleines Problem. Scheiße, jetzt haben wir uns natürlich in eine Position. Die anderen stört das hier gar nicht, okay. Das ist mir egal, hast du das verstanden? Das ist mir egal. Kapiert? Ups, das haben sie gehört. So, Freundchen, so aber wohl nicht. Dann werde ich euch einen nach dem anderen jetzt wegballern. Der Rest ist mir jetzt egal. Aber ich möchte gerne irgendwas haben, womit ich euch auf nähere Distanzen besser besiegen kann. Zum Beispiel ein Lewis Gun. Ja, das ist okay. Lewis Gun ist okay. Schade, nicht getroffen. Ach ja, ich und meine Skillshots, ne? Dafür ist er mal weg. Klingt doch auch schon mal gut. Nö? Ich hab put. Put. Jo, Freunde, habt ihr ja schon genug Leute verloren. Aber wartet ab, ihr seid noch nicht fertig. Oder ich bin noch nicht fertig mit euch, vielmehr.
Tatsache. Oh, mit einem Zielfernrohr. Ihn hat schon mal weggedengelt. Nö, das ist Quatsch. Das ist auch Quatsch. Ich habe sogar Nachladeoption. Geil. Ihr solltet vor allen Dingen eins anfangen zu beten. Wenn ihr schon mal ein bisschen nachrechnet, wie viele Leute ich von euch weggeschnetzelt habe, ne? Guess what? Ich bin auch nicht weit. Aber then again. Nö, das hat dir doch der Teufel erzählt, dass ich gefährlich bin. So, ich glaube, Scharfschütze brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen mal ein gewöhnliches. Das reicht mir jetzt hier aus. Guck mal, da kann ich einstellen. 75 bis 300 Meter. Hm. Naja. Hallo, Freunde. Nö. Dir steht der bestimmt nicht bei. Ja. Bumm. Die sind aber auch eben kompetent, ne? Na gut, die wussten nicht exakt, wo ich hergekommen bin. Gut geschätzt. Schwach ausgeführt. Nun denn. Die nächsten bitte. Und ich glaube, die M18 fände ich ganz geil. Und ich glaube ebenfalls... Ne, Mondragon. Ach, die hatte ich doch schon, oder? Ja, Dynamit. Ist nett. Ist das da unten ein Flammenwerfer-Typi? Ich glaube ja. Dann lassen wir den nochmal ganz gemütlich hier seine Touren drehen. Der Rest vom Fest ist ja schon ausgeschaltet. Dann können wir nämlich jetzt gemütlich in die... zu dem... letzten Motorblock gehen. Sehr schön. Hallöchen. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. Kehre zu Black Bess zurück. Ja, I'm dabei. Oh, kann schon weit sein, aber ihr seid vielleicht auch zu dumm. So, Freunde, mit euch beschäftige ich mich auch gar nicht mehr weiter. Denn, ach, das reicht. Beziehungsweise, das muss jetzt einfach reichen. Hier kann man noch oben hin. Das wollte ich halt nochmal nachschauen. Nicht, dass ich irgendwo hier noch ein Feldhandbuch übersehe. Da kann man sich nichts von nehmen. Schade eigentlich. Gut, oh, hier geht's auch nochmal hoch. Boah, ich sehe nichts, ey. Es ist finster wie Rattenarsch hier. Ich könnte natürlich jetzt hier Trouble machen, aber... Ah, guck mal! Kiste öffnen.
Da ist tatsächlich noch ein Feldhandbuch drin. Das zweite von 5. Ja, die sind echt gut versteckt, muss ich sagen. Ich sehe hier gerade fast gar nichts in diesem dunklen Haus. Jetzt mal in die Übersicht schauen. 2 Feldhandbücher. Ja, schön. Jede Menge, die man noch finden könnte. G-Automatik. Ja. Nee. Da oben ist noch einer. Beil aufheben. Krass. Gar nicht hier. I'm not here, mein Freund. I'm not here, mein Freund. Weg ist er. Ja, gut. Der kleine Sack kam nochmal angeschlichen hier. Was haben wir hier noch für eine Waffe drin? Ja, Karabiner C96. Nee, ja, nee. Guck mal hier. Ein Plattenspieler. Nicer Scheiß. Nun gut. Nochmal zurück zu Big Best. Da oben sind auch noch 3-4 Kollegen. Warum, rate ich mir jetzt mal nicht zusammen. Ich möchte jetzt vor allen Dingen eins, meine Ruhe haben hier. Und mich nicht mehr durch diese Typen ärgern lassen. Die kann ich gleich noch entsprechend bearbeiten. Kommen wir jetzt mal zu Big Best zurück. Dann können wir den Vogel oder das Fahrzeug wieder zum Laufen kriegen. Das ist erstmal wesentlich wichtiger als alles andere. So, zurück. Hoppala. Okay. Puh, das war close. Huch, Ruckel. Bin kurz vom Weg abgekommen. Ach so, wir haben jetzt die ganze Arbeit gemacht. Okay. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Nicht schlecht, oder? Ei. Das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes Scheißleben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine! Ach komm schon! Komm, Bess, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess! Ja, wenn das hilft.